Ist aber anscheinend nicht so. Das heißt, hier springen und rennen. So. Ach, da oben steht noch einer, der wirft mit Granaten. Versuchen wir einfach mal. Noch einer, der eine Granate wirft. Da hinten kommen schon wieder welche. Oh nein. Oh, gar nicht mal so wenige. Ach, das ist jetzt ganz einfach. Ich klettere da mal hoch und die runterspringen. Aber jetzt kann ich hier zumindest mal Laufband anhalten. Was war das denn? Ich habe das Laufband angehalten. Jetzt muss man nur darauf achten, dass man nicht unbedingt. Ich würde irgendwie von einer Granate oder so getroffen. Der hat es hinter sich. Jetzt ist wieder oben. Ach, wir können hier runter. Musik aus. Ah ne, nur Neustart. Gut. Oh. Pistolenmunition. Aha, oh. Hier ist Pistolenmunition. In der Ecke da hinten. Ich hab's ja gesehen. Hier geht's auch richtig. Hier liegen Leute rum. Schieß mal noch nicht drauf. So, was haben wir hier drin? Ratatat. Ich aber lese es gerade erstmal vor, ja? Über den in der Einrichtung gefundenen mutierten Organismus. 6. Mai, als die Rakete mit dem Uroboros-Virus beladen wurde, brach ein Feuer aus. Dies hatte eine temporäre Quarantäne der Stufe 4 BL4 in der unmittelbaren Umgebung zur Folge. 11. Mai. Seit Beginn der Quarantäne sind 5 Tage vergangen. Es liegen Berichte vor, dass ein Tier unter seltsamen Schnellmutationen leidet. Augenzeugenaussagen zufolge besitzt die Kreatur offenbar eine sehr harte Epidermis. Es wurden jedoch keine viralen Zysten beobachtet, die auf eine Verbindung zu Uroboros schließen kann. Schließen lassen. Ich vermute, dass wir es hier mit etwas zu tun haben, das vom Uroboros-Virus beeinflusst worden ist. Mit Sicherheit eine seltene Erscheinung. Ich werde vielleicht morgen ein Untersuchungsteam zusammenstellen, um eine Probe nehmen zu lassen. 12. Mai. Ich habe ein Team losgeschickt, um die Sichtungen dieser seltsamen Kreatur zu untersuchen. Aber das Ergebnis war katastrophal. Ein anderes Team wurde losgeschickt, um die Leichen des ersten Teams, die von etwas Schafen zerstückelt wurden, zu bergen. Die Körper wiesen zudem Stichwunden auf, die offenbar von einem riesigen Speer verursacht wurden. Spuren einer chemischen Substanz wurden auf den Augen einer Leiche gefunden. Mit welcher Art von mutierten Virus wir es hier zu tun haben, ist zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Basierend auf der ersten Untersuchung können wir es mit einer neuen Art von BOW zu tun haben. Da die Kreatur mit einem recht beeindruckenden Angriffsstil auftrat, habe ich ihr vorläufig den Codenamen Reaper gegeben. Natürlich werden noch mehr Daten über die Kreatur benötigt, bevor eine ausführliche Analyse eingereicht werden kann. Jo. Machen wir denn hier für den Ratatat? Ist Iggy. Nehmen wir mal mit. Hier hinten liegt noch Pistolenmunition. Ich bin voll. Gut, dann gehen wir weiter. Hier ist ein Hebel für das Laufband. Was für ein Laufband? Für das, wo die Menschen drauf liegen. Ich schalte mal an. Kein Saft. Wir müssen die Stromversorgung wiederherstellen. Wäre zu einfach gewesen. Darf ich mal drauf schießen? Tu dir ganz wange. Geht nicht. War auch irgendwie abzusehen. Ja.
Hier ist ein Pfeil, hier müssen wir richtig sein. Wie schießt man drauf? Das hat die Kugel gefressen. Das platzt sowieso gleich auf. Hier liegt noch Ratata-Munition. So riesige Eiterbeulen, ey. Ach, warte mal, untersuchen. Es sieht wie eine Art Organismus aus. Hab so etwas nie zuvor gesehen. Und hier müssen wir den Strom einschalten. Missiles? Raketen? I'd say a war from the looks of it. Hier mal, ich hab doch schon wieder irgendwas grunzen hören. Hier liegt noch Pistolenmunition. Ja, kann ich nicht aufnehmen, bin voll. Rotes Kraut auch noch. Kann ich nicht nehmen, bin voll. So, was haben wir hier? Ein Hebel. Zwei Hebel. Ach, da muss ich schon wieder rumkommen, oder was? Mensch, ich bin mir sicher, dass da jetzt gleich jemand um die Ecke geflitzt kommt. Die kann man doch schon hören. Ja, ich habe was gehört gerade und das hat sich groß angehört. Das können jetzt bestimmt hier vorne raus. Das Eis auf. Oh nein. Also eins ist offen. Die anderen beiden. War man noch. Ach, die Richtung. Okay, dann eben. Ist tot? Nee, steht noch. Jetzt hat keinen Kopf mehr. Au, au, oh. Au. Oh. Au. 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 So, ich mache jetzt hier erstmal Verwaltungsgesachen. Ja. So, du. Den Granatwerfer lege ich mal weg, den brauche ich nicht. Dann habe ich Kraut, eine Mine. Hab ich auch nicht. So, ich denke, so kann man das. Nein, nicht geben. Ich will meine Munition wieder. Dankeschön. Bitte schön. Bewegen sollte das. Wo fangen wir denn jetzt? Ah, okay. Haben wir betätigt, sind die, ne? Die sind betätigt, ja. Ja. Oh, falsche Richtung. Ja. Dann rüste ich am besten direkt erstmal aus. Nehmen wir hier mal die AK. Ja, ich habe auch schon mal die Bump Gun in der Hand. Bump Gun! Dann müsst ihr jetzt runtergesprungen kommen gleich. Arme abschießen. Autsch. Was geht dir denn mit oder sowas? Mann, lad doch direkt nach, Alter. So. Ich glaube, ich nehme die Mine doch mit. Tu, was du nicht lassen kannst.
Dann könnte man die nämlich da hinlegen und den versuchen, da raufzulocken. Die können wir vielleicht auch fertig drücken. Ja. Musse nicht, aber... Weil du schießt und schießt und schießt, dann ist das Magazin leer und anstatt dass er einfach direkt nachlädt. Nee, geht nicht. Hm. Ja. Eine ins Gesicht und dann platzieren. So, jetzt aber ganz schön packen Gas. Ja, komm. Ja, komm. Nee. Lebt noch. Jetzt ist es kaputt. Meine. Gut abgezogen. Stein der Macht. Männlich. Aber da müsste jetzt noch eine sein, ne? Nee. Da waren ja drei Eier. Zwei waren zu, eins war offen, also. Achso, ich dachte, das eine. Achso, ich dachte, als wir da lang gegangen sind, wäre eins geschlüpft. Dann war das nur das eine. Gut. Ja. Betätigen. Hebel ziehen. Und das Band läuft. Tote Menschen. Tote Menschen. Ey, die Waffenkiste ist wieder zu. Ja, weil ich hab... ich hab das rausgenommen. Nichts ist drin. Da ist nichts. So, da kommt eine Kiste. Kiste ist doof. Oh. Muss man in die Richtung ausweichen. Die stehen ja auf. Warum? Weiß ich nicht. Da lag eine Goldkette. Das sieht voll dumm aus. Da lag eine Goldkette. Hast du mitgenommen? Jo, hab ich. Wie dumm das aussieht. Wo müssen wir überhaupt hin? Da hinten nach rechts. Ach, da, guck mal. So. I made it. Pistolenmuni, noch mehr Pistolenmuni. Nehmen wir mal mit. Komm, dann halten wir das Band mal wieder an. Aber die Menschen müssen doch sterben. Wir wollen ja nicht so sein. Eine Tür, die wir nur gemeinsam öffnen können. Wesker ermordet Marcus auf Befehl von Spencer. Da, da, da. 1988. Da war ich drei. Da war ich noch nicht geplant. Die schwarze Sabbe aus der Wand. Springen. Was haben wir hier? Pistolen, Pistolen. Brandgranaten. Für einen Granatwerfer, den ich nicht mehr dabei habe. Dann kann ich die Brandgranaten ja auch liegen lassen. Ja. So, hier ist wieder eine Zwei-Mann-Tür. Hier ist nur eine Pistolenmuni. Soll ich die mitnehmen? Ja, also ich habe kein. Ich bin voll. Ach, das, nein, das waren Brandgranaten. Hier hinten bei mir. Ach so. Ach so. So, alles in der Pistole drin. Du sollst da drücken und nicht Come on rufen. Come on.